mir alles nicht. Es wird grünlich. Ich traue diesem ganzen Kram hier nicht. Oh. Nimm's einfach. Einfach nehmen. Fuck. Mutter Miranda, ich würde alles, alles für dich tun. Ich nehme mir das mal. Halt! Was machst du mit Mutters geliebtem Kind? Sie ist nicht ihr Kind. Hm? Mehr hast du nicht zu sagen? Was meinst du mit ihr geliebtes Kind? Mutter will ihr Kind zurück. Verarsch mich nicht! Warte, bitte! Wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage als sie... Wen interessiert's? Warte, noch ein bisschen, bitte. Das ist so lustig. Du bist dumm. Du redest zu viel. Mitnehmen, abhauen. Der Eingang ist dicht. Was soll das? Siehste? Vollidiot. Das ist mein Revier. Und ich lass dich nicht gehen. Weißt du, nimmst einfach irgendeinen Stein oder so. Psycho. Einfach den Stein nehmen und der Käse ist... Du hättest gar nicht erst so lange quatschen müssen. Lass es dir nicht, Martin. Selbst wenn du bettelst. Fick dich in dein Knie. Ich bin so schnell, ich lauf hier ganz schnell weg. Ne, jetzt gehe ich hier lang, weil hier offen ist. Auch wenn es mich nicht interessiert. Ich gehe einfach weg. Mach's gut. Komm ich hier raus? Ich habe keine Ahnung. Das ist so ein Labyrinth-Scheiß. Dem traue ich nicht, weil das gelb ist. Erstmal gucken. Lass mich raten, das geht doch bestimmt gleich zu. Oh, ich bin hier draußen. 6 geflügelter Embryo habe ich eh nicht. Was? Och nee, Wasser. Ich mag Wasser nicht. Hatte ich nicht noch irgendwo in der... Dingsbums was? Warte mal, wo waren das? Hier, Zugbrücke. Die Frage ist nur... Muss ich da hin? Will ich da hin? Das sind alles so Sachen, wo du gar nicht weißt, wo du lang du willst. Ja, das stimmt. Aber ich meine, wir hätten echt gut Freunde werden können, ne? Wenn du mal ganz ehrlich bist, hättest du eigentlich nur mal ein paar Tarelis-Worte sagen müssen, so nach dem Motto, hey, hör mal. Ich glaube nicht, dass Mutter Miranda jemals mit dir was irgendwas machen will. Also sei wenigstens ein bisschen nett. Die Lady Dimitrescu habe ich geklatscht. Die gibt's nicht mehr, die kann nicht mehr über dich lachen. Heisenberg, komm schon, den kriegen wir auch noch hin. Wenn nur noch wir beide da sind und ich sage, dass ich nicht über dich lache, dann lacht keiner mehr über dich. Und die kleine Puppe, naja... Die habe ich als Zunder benutzt. Also, weißt du? Aber nein. Sei so gut und bring den Bootsschlüssel zurück in die Hütte in der Mine. Hans ist tot, also ist erstmal Schluss mit Fischfang. Ich meine, wir wissen doch alle, dass sein Tod kein Unfall war. Er wurde Sandboot von einem riesigen Fisch gefressen. Das ist doch schon mal... Ah, die Fässer... Blendgeschoss, Explosivgeschoss. Ich
Ich habe nur Explosivgeschosse. Die Blendgeschosse sind mir eigentlich relativ egal. Die Frage ist nur, will ich da hin? Eigentlich will ich da schon hin, aber wie komme ich da hin? Bootsschlüssel. Okay. Hütte in der Mine. Hütte in der Mine. Och nein. Ich rate, wir müssen dahin, wo der komische Typ war. Ich weiß nicht, warum fangen so die Leute nie an zu diskutieren. Ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass man mit dem nicht hätte reden können oder zumindest nicht hätte versuchen sollen. Hier gibt's noch irgendwas. Ich habe nämlich jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass es mit dem problematisch wird. Ich finde das eine dumme Idee, Capcom. Ich finde es wirklich eine beschissene Idee, was ihr da gemacht habt. Stellt euch mal vor, Capcom, jemand verschießt aus Versehen ein, zwei von diesen Granaten, trifft nicht und weiß nicht wohin. So. Gut, ich habe jetzt keine Granaten mehr. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder hier hätte hin müssen, was dann? Capcom, was dann? Vollidioten, dass sie sowas nie bedenken. Ein Granatwerfer macht natürlich mehr Schaden als zwei, dreimal Messerhiebe. Ich glaube nicht, dass man das messern kann, zu aller Liebe. Ich glaube nicht, dass man die Dinger messern kann. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht am Schaden ist, sondern dass es irgendwie explosiv oder säuremäßig ist. Mir doch ins Eierloch. Kack mir doch ins Arschloch, ey. Also ich muss hier wieder lang. Na gut, na gut. Aber so ein paar Hinweise wären schon lustig gewesen. Ich meine, es war ziemlich offensichtlich. Es war wirklich, wirklich offensichtlich. Du findest den Granatwerfer, auf einmal kommt der Shit, also... Meh. Psycho. Dreckiger Kerl. Ich überlasse es dir nicht. Jojo. So, dann geht's erstmal hier hin. Wahrscheinlich muss ich nach rechts irgendwo hin. Wie komme ich hier raus? Eieieiei. Naja, immerhin konnte ich ein paar Granaten sparen. Normalerweise hätte ich jetzt komplett von vorne anfangen müssen. So,
Hans ist tot. Sei so gut und bring den Bootsschlüssel zurück in die Hütte in der Mine. Keine Ahnung, was die Hütte in der Mine ist. Hütte in der Mine. Boot, Kugellabyrinth, mechanische Tür. Morau, Moraus versteckte Waffe. Ja, keine Ahnung. Gucke ich mich noch mal um. Ja, wie du halt sagtest, wenn jemand keine Ammo mehr hat, dann könnte man sich schnell softloggen. Genau. Aber ich sag's mal so ganz ehrlich, ich kann mir gut vorstellen. Mist, hier geht's nicht lang. Ich kann mir bei manchen Spieleentwicklern sowas gut vorstellen. Okay, ich kann nicht alles kaputt machen, aber so manches. Aber nur, wenn ich richtig ziele. Also ich kann nicht einfach hier alles schnetzeln. Na gut, dann muss ich das mit dem dumme Idee zurücknehmen. Aber ich kann mir manche Sachen vorstellen, dass das so gewollt ist. Aber ist das nicht die Hütte in der Mine? Vielleicht kann ich ja nochmal zurück, da wo der irgendwie sein Fernsehen geguckt hat. Hallo? Schön, dass es weg ist, aber ich würde gerne dahin. Na gut, dann halt nicht. Wenn ich Ethan wäre, ich würde von jedem von diesen Freaks ein Stück Blut nehmen und mein eigenes Supermonster erschaffen. So eine Mischung aus allem. So ist Aussehen von der Dimitrescu mit so psychosomatischen Wirkung von der Puppe. Dieses magnetisierende Dingsbums vom Heisenberg. Und vielleicht die Chance, hier so Dinge zu erstellen vom Dings, vom Ich will da nicht runter. So kann man natürlich eine Brücke auch perfekt reparieren. Na gut. Und dann hätten wir die Geschichte für Resi 9. Ja, natürlich. Herzlich willkommen im großen Grafenanwesen. Schießpulver? Kann ich jetzt irgendwas herstellen? Ne, mir fehlen rostige Reste, ne? Schießpulver ist die Sache, die ich mehr als genug habe. Naja gut, 6 Stück, doch, das stimmt. Ist schon krass, dass man Schießpulver am meisten findet, aber rostige Reste überhaupt nicht, obwohl hier theoretisch alles voller rostiger Reste sein sollte. Yeah.
Okay. RIP beim nächsten Boss. Ja, das befürchte ich auch. Ich finde es komisch, dass sie mir den rostigen Resten hier so gespart haben. Beim Schießpulver hätte ich es verstehen können. Gut, ich hätte mich hier vielleicht ein bisschen verbarrikadieren können. Ach so, das war so ein Klappern vom Metall. Ich dachte, da wäre ein Hund, der würde irgendwie so schnuppern oder so. Na gut, hier hätte man noch ein bisschen Mehl machen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich hier hin will. Na gut, ich kann hier nicht mehr hin. Aber hier gibt's noch was. Die Frage ist, was gibt's hier denn noch? Hier gibt's noch irgendwas zu entdecken. Die Frage ist nur, was. Oh, ich mag es überhaupt nicht, wenn du an so einer Stelle gehst und alles noch rot ist und du nicht weißt, was du alles hast. Also RIP-Ammo. Entweder RIP-Ammo oder RIP-Kohle. Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Einfach aus dem Aspekt, dass ich nicht so ganz weiß, ob ich mir vielleicht ein bisschen Kohle holen, ein bisschen Munition holen, kaufen sollte. Das kann ich ja theoretisch auch noch machen. Die Frage ist nur, macht das Sinn? Ich habe immer noch keine Ahnung, was es mit den Tieren gebracht hat, dass ich die zerstört habe. Ah, jetzt ist alles blau. Das ist okay. Jetzt könnte ich theoretisch durchrennen. Ich bitte. So, Kugellabyrinth, mechanische Tür. Boot. Gut, wollen wir einfach mal weitermachen. Komm, ich habe mir jetzt keine Lust, mich da ewig in 3 Tage aufzuhalten. Auf. Ach, da oben. Es geht. Rostige Reste, wunderbar. Supi. Ich würde trotzdem das gerne mitnehmen. Ich glaube nicht, dass es Hundis sind. Oh nein. Das kann ich nicht mitnehmen. Leck mich doch. Och nee, nicht so eine Bootsteuerung. Na gut, ich kann mich immerhin nicht verteidigen.
Was war das? Fischi, 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 Fischi. Der Fisch macht satt. Aber den musst du erstmal fangen. Vor allem, wie kommt, wenn der so groß ist, wie kommt der denn da hin? Ich meine, da ist ein Dingsbums, hier sonst nichts und die Zugänge sind alle so klein. Oh, ich hab so Bock auf Fischstäbchen. Oder generell einfach so ein marinierter Fisch oder so. So schön, so mit Marinade dran und dann einfach 5 Tonnen Remouladensoße drauf und Reis dazu. Oh, ich hab so Hunger jetzt. Was ist das denn? Eine Forschungsstation? Da links bewegt sich was. Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Runter von mir! Halt still, verdammt! Ethan. Hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Chris. Wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? So schade wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende. Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wo genau? Oh, mit gedünsteten Champignons oder so. Wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan, das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Ach, schau! Ich glaube, der Chris ist gar nicht so böse. Der Mantel von Chris ist geil. Den will ich haben. Ich meine, es ist jetzt kein besonderer Mantel, aber guck mal, wie hoch der den Kragen stellt. Keine Chance. Ich habe keine Zeit für dich. Zu spät. Miranda bereitet die Zeremonie bereits vor. Hat sie dich geschickt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht. Das ist unfair. Ich gehöre an ihre Seite. Nicht du! Was laberst du? Ich bin auch gar nicht an ihrer Seite. Hast du mal auf, mich anzukotzen? Was ist los mit dir, Mann? Ich kann es nicht mehr halten. Oh Gott. Oh Mutter. Warum? Ich glaube, der hat mehrere Augen. Ich wusste, dass der das ist. Jo! Fick dich! Muss ich hier weg? Muss ich schießen oder was los? Lauf, kleine Ethan, lauf schnell. Ja, oh, Stein ist gut. Oh nein! Dreh dich nicht rum. Verdammt, was jetzt? Ich weiß es doch auch nicht. Geflutet, hat er gesagt. Lass mich ran, das müssen wir entfluten. Erstmal gucken, was hier alles so. Also hier kann ich also nichts machen. Ich habe das jetzt extra mal noch nicht betätigt, weil ich denke, dass danach gleich ein bisschen Stress abgeht. Ich habe so das Gefühl, dass der zu was gezwungen wird. Klingt der jetzt doof? Ja, kaum reden wir über Fischstäbchen, Duke, bist du da. Das war mir irgendwie schon klar.
Soll ich etwas für dich auswählen? Ja, wie wär's mit einer Diät? Kristallener Schädel, perfekter Schädel, ja, ist okay, Halskette mit zwei Fassungen, Geflügel. Nö, das schickt. Ich kaufe das, weil du es bist, nur dass du es weißt. Ja, ja. Aber warum blinkt das? Warum blinkt das? So, Werkstatt, ich hab alles, weiß. Hungern heißt zu leben. Natürlich, deswegen lebst du auch nicht, ne? Aha. Der kann also nicht unendlich viele verkaufen. Aha. Bis nächstes Mal. Okay, das haben wir. Ein bisschen Munition kann ich bei dem also kaufen, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Das ist interessant. Oh, wenn ihr das nicht leiden könnt, Leute, dann tut's mir leid, aber dann dürft ihr... Warte mal. Willkommen, Ethan. Dukes Feinkost. Ich habe keinen Fisch. Ich Vollidiot den verkauft habe, sonst hätte ich das machen können. Maximale Gesundheit steigert sich geringfügig. Pilaf mit Wild im Besitz. Ja, ich habe nur dreimal Geflügel, aber dafür achtmal Wild. Hier fehlt mir auch Fisch. Maximale Gesundheit steigt. Maximale Gesundheit steigt beträchtlich. Davon fehlt mir auch ein Geflügel. Der beim Blocken erlittene Schaden, der ist relativ wurscht. Und hier fehlt mir auch Fisch. Ah, Toshi Tura de Pfui. Ach, Pfui. Pui, Entschuldigung. Da fehlt mir ein fucking Geflügel. Na gut. Danke für deine Treue. Ja, ja, du bist ja was. Ich habe keine Wahl. Wenn ich das Wasser ablasse, ist kein Strom. Gelb, gelb, gelb. Warte mal, ich zeichne mir das mal schnell ab in mein Notizbüchlein. Das Notizbüchlein der Games. Boah, das müssten wir eigentlich mal mit der Kamera durchgehen, was da alles noch drin steht. Auf der anderen Seite stehen da noch so viele Accounts drin, die schon längst nicht mehr up to date sind, obwohl das kann ich ja rausreißen. Accounts mit Passwörtern und hast du nicht gesehen. Das Cross Online, 5 Florenzia Accounts, Digimon Monsters, Scarlet Blade, Silk Road, mein erster League of Legends Account, Terra, krass. So. Ich habe schon so viele Seiten aus dem Buch gerissen, dass ich glaube, das fällt bald auseinander. So. Ansonsten, was steht denn da alles noch drin in dem Buch? Ich bin da gerade selbst so ein bisschen... Klingt jetzt blöd. So, mal in Ruhe. TeamViewer. Microsoft. Okay, na gut, das ist vielleicht doch wichtig. Auf jeden Fall gibt es hier noch so viele interessante Game-Notizen. Mehr oder weniger. Waffen, Figuren, was? Esszimmer, Set und so weiter und so fort. Rose, okay, hier fangen die Geschichten an.
So, nehme ich aber mal keinen Bleistift. Nehme ich mal was Richtiges. So, wir haben hier so ein 9er-Ding. So ein Tic-Tac-Toe-Gedöns. Davon sind die drei orange. Der Duke hobelt sich. Ja, auf jeden Fall. Ich sag's ganz ehrlich, ich glaube, der schafft das nicht. Da kommt er gar nicht mehr ran, der Duke. So, unten, das ist schwarz. Ich weiß nicht, ob das Schwarze irgendwas zu bedeuten hat. Und dann haben wir hier ein hellblaues. Das hellblaue ist links in der Mitte. Und oben rechts. Und unten, das haben wir... Das ist eher türkis, aber türkis habe ich nicht. Deswegen nehme ich einfach mal dunkelblau als türkis. So. Steht hier hinten noch irgendwas? Nein. Ein gelber Rahmen. Warte mal, habe ich hier noch gelb rumliegen? Ja. So, gelb habe ich hier. Sekunde, Justin. Und hier ist irgend so ein Strich. Gut, der kann bestimmt seine Bauchfettmasse so bewegen, dass es ihm reicht. Denke ich eher nicht, der kommt da nicht mehr dran. Ey, Graf. Ja, sorry. Gut, kein Strom. Die Frage ist nur, wie komme ich denn da jetzt? Kurbeln und dann betätigen. Die Frage ist nur, Starkregen kann den hiesige Wasserlebewesen schaden. Zur Vorkehr sollte daher auf folgende Weise überschüssiges Wasser aus dem Becken abgelassen werden. Setzen Sie die Windmühle mit einer Kurbel in Gang, um das Pförtnerhaus mit Strom zu versorgen. Bedienen Sie den Hebel. Das ist schön. Die Frage ist nur, wo kriege ich die Kurbel her? Also an Essen mangelt es dem nie. Kann ich nicht bei dem Fisch kaufen? Na, das ist Essen, das gibt er nicht ab. So, muss ich da jetzt lang? Was? Duke, mein Lieber, du solltest echt mal was für deine Figur tun. Die Geräusche, die du machst, tun einem nicht gut. Oder die hören sich nicht gut an. Weiß nicht, ob ich hier runter will. Aber ich nehme an, bevor ich da nichts kurbel, passiert gar nichts. Hier war doch so ein Dingsbums. Ich traue dem schwimmenden Brett nicht. Gut, kurbeln und dann... Moment, war das nicht gerade Gespräch vom... aus dem Chat? Er kann bestimmt seine Bauchfettmasse so bewegen, dass es ihm reicht. Ah ja, habe ich aber schon vorgelesen. Lass mich raten, die Kurbel kriegen wir auch. Echt jetzt? Wir müssen sowieso. Ich wette mit dir, wir müssen da lang und dort die Kurbel holen. Irgendwie sowas. Das würde einfach so ins Game-Prinzip passen. So, Kai noch da? Zui und Justin, ihr seid noch voll dabei. Das ist wunderbar. Ich habe so das Gefühl, so Resident Evil ist zwar ein ganz nettes Game, also Village. Aber es zieht irgendwie die Leute nicht an. Hier liegt Fisch, kann ich nicht.
Kann ich nicht einfach davon was nehmen? Das kriegst du nicht zu futtern. Ich meinte, ob das so eine... Sollte das so passieren? Oh. Okay, ich war mir nicht ganz sicher, weil beim... Sein erster Angriff hat es irgendwie nicht... Warte mal. Sein erster Angriff hat es irgendwie... hat er vergeigt. Dementsprechend war ich nicht ganz sicher, ob ich jetzt gegen den kämpfen muss oder... Ich weiß nicht, ob das so eine Schlaufe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich gegen ihn kämpfen, meine Munition verballern oder nicht? Soll ich sowas mal probieren? Zombiefische angreifen ist eine Sache, aber muss ich da jetzt... Doch. Hör doch gleich wieder auf. Habe ich jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich die Minen jetzt vergeudet habe. Just do it. Pfui. Wo will muss ich jetzt hin? Magnum-Muni? Ich weiß nicht, was los ist, Leute, aber mir ist gerade ein bisschen die Hose aufgegangen. Gelb. Ich verstehe. Oh, leck mich doch. Das ist mies. Das ist gemein. Ich weiß nicht ganz, ob das so eine schlaue Idee war, Feuer auf den zu schießen. Och nee.
So. Habe ich die Magnum-Muni? Nein. Das braucht alles ein bisschen, also müssen wir uns schon so ein bisschen beeilen. Oh nee. Ich verstehe. Erst blau, dann hier rüber. Dann gelb wieder. Hä? Das war doch oben. Och nee. So eine Scheiße. Och nee, komm. Das ist dumm. Das ist blöd. Das macht keinen Spaß. Okay, erst blau, gelb, dann weiß. Blau, gelb, weiß und jetzt rüber. Blau, gelb. Und jetzt rüber. Oh ne, jetzt gefällt mir gar nicht. Du bist ein... Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist. Komm raus, Bubi! Es war so klar. Ach, fickt euch doch. Warum ist der Ethan auf diesen Blättern nicht schnell genug? Nee. Es ist nur nicht mal irgendwie... Es ist noch nicht mal irgendwie schwer oder so, sondern es ist halt einfach fucking nervig. Wenn ich den wenigstens, wenn man wenigstens wissen würde, dass man den ein bisschen stunnen kann... Kann ich hier irgendwas herstellen, bis auf... Nee, bis auf vor allem auch One-Hit. Das ist doch irgendwie... Das ist ein bisschen doof. Das gefällt mir nicht. Jetzt die Frage, wo will ich hin? Du bist pingelig. Klar, natürlich. Ich bin pingelig. Spiel's doch einfach selbst, Justin. Hm? Gibt's nichts, also hoch. Ich weiß, dass ihr mich gerne verrecken sehen wollt. Aber... Yo! Oh, was für ein Fang. Ach nee, ich weiß nicht, ob ich da wirklich runter muss oder will. Also hier wollte ich auf keinen Fall
Hier wollte ich auf keinen Fall Messer nehmen. Ich meine, du bist auf Steg gegangen, als der gekommen ist und beschwerst dich. Ich weiß nicht, dieses... Ich mag halt dieses One-Hit nicht. Ein Fehler und musst ja wieder von vorne anfangen. Ja, was jetzt? Okay, ich verstehe. Eieiei. Komm schon! Würmchen! Würmchen an der Leine! Das nennt man mal Hardcore-Fischen. Okay. Also ich kann da nicht runter. Lass mich raten, muss ich da jetzt irgendwie... Okay, ich kann da nicht runter. Oh, Leitern im Spiel. Es gibt... Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt so viele Spiele, wo Leitern oder so, die du halt wirklich hochkletterst, so nervig sind, weil sie einfach so viel Schwung aus dem Spiel nehmen. Könnte man eigentlich mal eine Top 10 draus machen, unter den Leitern, die jetzt mal den Schwung nicht aus dem Spiel nehmen. Muss ich hier wirklich lang? Nee, ne? Muss doch sowieso noch da hinten. Nee, ich kann da nirgends hin. Aber es ist ruhig. Ich muss doch nicht hier lang. Willst du mich verarschen? Oder muss ich ins Boot? Den Fisch kann ich nicht nehmen. Der ist schon vergammelt. Sag mal, habe ich irgendwas übersehen? Muss ich doch nicht hier runter? Oh, okay, mein Fehler. Entschuldigung. So, na gut. Wollen wir mal gucken, ob der Duke noch da ist. Aber ich glaube nicht, dass der irgendwas für uns hat. Du möchtest etwas kaufen? Ah, der hat 100. Der hat nicht. Der hat nur die. Verstehe. Damit kannst du ganze Herden abschlachten. Warum eigentlich nicht? Essen ist Hals- und Beinbruch. Naja, Essen ist Dingsbums. Essen ist alles für dich. Das ist mir schon.